So, hallo. Wir sind zurück. Wir sind jetzt mal mit unseren Raptoren unterwegs. Ja, hallo, schönen Abend. Die können wir mal ganz kurz zeigen. Das ist der Rotpaar, das Männchen. Mit Brille. Mit Brille, ja. Das ist der Herr des Hauses. Und das ist das Weibchen, Lucia. Die ist sogar höher gelevelt. Und die sind beide jetzt Mate boosted. Das heißt, die sind nochmal etwas stärker. Wohl. Als Pärchen. Pärchenbonus sozusagen. Ja. Und jetzt wollen wir mal gucken. Vielleicht ein paar Viechter gerade mal ärgern. So ein T-Rex einfach mal ärgern. Oder ein Spino. Oder was anderes. Da hinten ist schon mal Spino. Scheiße, ich bin hier im Wasser. Ich bin an Land zurück. Ja, der hat gerade zu tun. Oh, Spino ist an Land. Kommt jetzt her. Hallo. Na? Der legt sich mit diesem Rüsselvieh an. Ne? Wir sind jetzt Dokumentations-Heinis. Wir nehmen das gerade auf. Wie der gerade in seinem Lebensraum frisst. Guck mal, da hinten ist ein anderer Raptor. Ob der uns angreift? Ja, also. Ah, da kommt er. Oh oh, erstmal weg hier. Hey, scheiß Raptor, verpiss dich. Mann, der dreht sich immer so. Krieg den nicht. Ich hab keine Ausdauer mehr. Mehr. Hä, meine Maus geht nicht mehr? Ach, jetzt. So, ich kann den Dino jetzt erstmal leveln. Dafür musst du nicht absteigen, einfach F drücken. So, Spino, kommst du mal her? Na? Da ist noch der T-Rex, hä? Wo? Da hinten. Oh, ja. Wieso kommt denn der nicht? Hallo? Was ist denn dort, dass der da rumhängt? Na? Ja, müsst mal reinbeißen, dann kommt er. Könnte sein. Oh, jetzt ist er aggressiv. Oh oh, weg hier. Nein! Ich will abhauen, ich komme hier nicht weg. Ja, Lucia ist tot, ne? Scheiße, ey. Was bist du aber auch ins Wasser so? Ich bin nur so ein Stück drin, wollte eigentlich wieder raus auf einmal. Alter, der macht ja voll Zeitlupe gerade. Was ist mit dem los? Hä? Server abgekackt oder wie? So, wir sind wieder zurück. Glücklicherweise wieder mit unseren Raptoren. Ja. Yep. Lucia lebt. Unser Server ist nämlich abgekackt, gerade wo sie gestorben ist. Hat man nochmal Glück, ey. Ja. Und ich hoffe, die Serverprobleme sind jetzt generell behoben. Hoffen wir es mal. Ansonsten müssen wir da mal ein bisschen meckern. Ja, aber jetzt müssen wir ja nicht zu nah an einen Spinno. Nee, sollte man eventuell dann doch unterlassen. So stark sind die dann doch nicht, ja. Naja, das stimmt. Sind schnell, aber. Ne, es soll ja noch, soweit ich in der Wiki geguckt habe, soll ja noch einer kommen, der hat ja noch viel, solche Pflanzen fressen, die dann noch viel fetter sind. Aha. Also die schnellsten sind. Gamminus, oder ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Irgendwas mit Gummi. Ah, da ist er wieder. Ja. Oh ja. Da ist vorhin Lucia gestorben. Oh, da hinten ist so ein T-Rex direkt. Ja, der war vorhin auch schon da. Aber nicht so nah. Oh ja, komm. Alter, das ist ja richtig Action, ey. Boah, jetzt kommen ja drei Dillos auf einmal.
Hoffentlich stürzt der Server jetzt nicht wegen sowas ab hier, weil ja gerade übel viel los ist. Kann ja vielleicht auch sein, dass es immer ein bisschen zu viel wird und dann kackt er ab. Okay, jetzt muss ich mal ein bisschen wegrennen hier. Wir kämpfen einen Raptor gegen einen T-Rex. Oh, jetzt kommt ja wieder so ein Fliegenvieh einen auf, verpiss dich doch. Ich finde die Viecher nervig. Oh. Irgendwas rennt mir hinterher. Was war das? Oh, der Spino ist tot. Hä, echt? Oh, der Brontosaurus auch. Hä, von wem ist denn der Blatt gemacht worden gerade? Nein! Triceratops! Bisschen Fleisch hier auf Snacken. Oh, hier ist der T-Rex direkt. Oh oh. Oh oh. Ich hack auf den Bronto ein, auf einmal steht da der T-Rex dahin. Das ist mein Essen. Ja, lass mal noch was über. Meine Alte braucht auch hier noch Fleisch. Ja, mal kurz ausruhen. Ist ja nicht sexy. Hm. Also ein Spino muss doch schon satt machen. Oh, guck mal da. T-Rex. Ja, hier geht schon übelst was ab. Ah, der macht hier gerade die... Ja klar, die müssen permanent was fressen, also dem... Jetzt frisst er das Vieh da. Ja, wir machen jetzt wieder unsere Dokumentation hier, ne? Oh, das sind Kanus. Oh oh. Oh, oh. Irgendjemanden rennt die jetzt hinterher. Dir, okay. Toll. Ja, die sind auch nicht so langsam, ne? Oh, die rennen ja immer noch weiter hinterher. Alter. Ich verpiss mich mal. Oh, die haben aufgehört, die sind nicht ganz so schnell. Ja, ist schon ganz gut, mit Raptor unterwegs zu sein. Wenn der gut Stamina hat, dann kommst du schon recht schnell weg mit dem. So ein Säbelzahntiger brauchen wir dann irgendwann mal auch. Ja, so einen will ich auch noch haben. Die sind nämlich auch saugut. Oh, die Schildkröten haben den platt gemacht, Alter. Den Kanu? Ja. Ja, die sind gut. Also Ronny ist ja verschwunden. Ja, und Tilk ist weg. Ja, und Tilk, ja. Komm, wir machen den noch platt. Können wir den vom Level her? Welches Level ist denn der? Ich geh mal ran. Komm, Schild. Ja, jetzt kämpft er mit gegen die Schildkröten. Hier bekämpfen die den zu zwölf, das ist gut. Wir sind bloß Dokumentarfilmer, nicht stören lassen. Genau. Oh. Kannst du haben, ich hab genug. Ist da vorne eigentlich ein Vulkan? Ja, ich glaube, da kannst du glaube Metall und so abbauen. Könnte man vielleicht noch eine Base oben hinbauen. Oh, der kommt zu uns, ne? Kommst du zu uns? Ne, mit zum Dilo, okay. Er jagt einen Dilo, ja. Geh schon mal ein bisschen rückwärts. Oh oh. Ja. Ja, er jagt immer noch die umliegenden Viecher erstmal. Jetzt ist er auf dem Parasaurus. Wir filmen das Ganze mal. Hier sehen Sie einen T-Rex in seiner natürlichen Umgebung. Eigentlich ist er ja eigentlich ein Aasfresser. Angeblich. Aber ja, das. Man weiß es nicht. Ob die Mate boosted sind hier, ob das ein Pärchen ist? Ich weiß nicht, wie das bei wilden Tieren zählt. Ja, das gibt's auch dort. Okay. Oh, hier sind die scheiß Fliegen, oder? Die nerven. Die hätten sie rausmachen müssen. Die Kacke. Oh, der eine legt sich damit ein Pronto an. Die zwei sogar. Zwei T-Rex gegen Pronto. Und Pronto ist tot. Und den haben sie jetzt gefressen. Die bewegen sich voll synchron. Mach mal an, diese blöden Fliegen. Ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er nur vom Aas gelebt hat. Ich weiß es nicht. Ich meine, der hat eigentlich mit seinem Maul. Raptor, was willst du? Ja, genau, der Raptor ist hier mit dem T-Rex eigentlich beschäftigt und jetzt greift er mich an. Ist klar. Oh oh. Erstmal verpissen.
Oh! Oh! Da kommen ja welche. Oh, da kommen ja, die sind ja böse. Die wollen uns essen. Was will denn der Raptor jetzt von mir hier? Verpiss dich. Komm, wir machen den mal die Latte. Dreht sich immer so. Mann, hilf mir mal. Ich hab keine Ausdauer mehr. Mann! Hilfe! Ich komme. Eine Nutte, ey. Alter. Hier isst du den erstmal, das ist erstmal, oder? Nö, Futter habe ich eigentlich, oder? Jo. Oh, war ja nicht viel. Alter, ja, T-Rex-Plage. Nee, 3-4 Stücke, wenn ich das hier so richtig sehe. Ja. Aber Spinus sind gerade nicht so viele, ne? Warum kommt Musik? Ach, das sind die verfickten Dinger hier, diese Ameisen. Boah, die sind nervig. Mag die auch nicht, die sind irgendwie voll die nervigen Viecher. Ja, eben. Das ist schon wieder voll scheiße eigentlich, dass man so nervige Viecher reinbauen muss. Die Fliegen sind kacke und die dummen Ameisen oder was das da schon ist. Oh oh, will der was von mir? Ich filme ja bloß, ich bin Kameramann. Haben Sie was dagegen, Herr Rex? Drüben ist ein Spinno. Nun war es nochmal 2 T-Rexe. Achso, das sind die anderen beiden, die sind. Ja, da hinten ist ein Spinno. Ja. Der geht ab. Ja, ist mal interessant, sowas zu sehen, ja. So könnte das damals auch wirklich gewesen sein. Ja. Hallo, T-Rex. Ja, ich filme ja bloß, alles kein Problem. Ich tue ihn nichts. Ja. Ja, das wird einen schon ein bisschen anders, ne? Wenn du so einen fetten T-Rex auf einmal. Ja. Guck mal, der eine Pronto, der ist da voll im Felsen drin. Oder jetzt drauf. Hä, läuft das so lang? Was ist jetzt so? Folgt uns einer? Ne, ja. Nö. Oh oh, okay, weg. Haben doch gar nichts gemacht. Ja, ich glaube, das wollen sie dann doch nicht so. Darfst doch nicht zu nah rein. Nee. Oh oh, jetzt wollen sie uns. Yummy, yummy, yummy. Nee, nee, nee. Verpiss dich. So, wir gehen mal zu den Spinno da hinten. Oh, Spinno und T-Rex, legen sie sich jetzt gegenseitig an oder was? Nee, noch nicht. Der Spinner hier hat irgendwas gejagt. Und jetzt kämpfen sie gleich gegeneinander, glaube ich. Ich geh mal auf die Seite lieber. Bestimmt ein bisschen sicherer. Ja, ja. Da drüben liegt noch Fleisch, wenn du was brauchst. Wo? Oh. Na hier, der Pronto, der da tot ist. Den kannst du essen. Ah. Jetzt kommt die Viechter hier wieder. Wie heißen die? Titan irgendwas. Welche meinst du? Die kleinen Käfer, die kleinen Krabbelfiechter. Ah ja, diese Termiten nehme ich mal an oder Titanomia. Sowas. Titanomia. Irgend so Spinnschwein. Ey, aber warum sind die eigentlich grün beschriftet? Keine Ahnung. Weil die tun jetzt hier nichts, die Spinnen. Die irgendwie. Ich stehe jetzt hier zwar da, aber die machen nichts. Die sind doch tot. Achso, ja, deswegen. Die machen nichts. Ach, deswegen sind sie friendly, weil sie tot sind. Ja. Oh, jetzt kommt ein Raptor-Schwein und beißt mich. Was? Aber wir haben einen Boost, los, komm, wir machen den. Ah, gut, ja. Oh, T-Rex gegen Raptor. Raptor verliert. Kannst du den mal liegen lassen? Wir wollen auch was haben. Einmal ganz ehrlich, kannst du dir vorstellen? Ja. Mich ignoriert er bis jetzt. Ich hätte doch nochmal Bewegung. Aber macht schon Spaß irgendwie. Ja. Den in ihr Revier hier so rumzutanzen und ein bisschen Scheiß zu machen. Ja, das macht schon irgendwie Spaß. Wo ist eigentlich der Spinno hin? Der ist da hinten. Ja, Alter, können wir die nicht irgendwie dazu bringen, dass T-Rex und Spinno gegeneinander kämpfen? Ich glaube, die machen nicht gegeneinander. Ich weiß nicht. Alter, T-Rex hinter uns! Komm, wir locken uns zusammen hier.
Vielleicht machen die ja doch was. Wie bei Jurassic Park 3. Nein, Bewegung, Bewegung. Oh, das ist voll langsam. Kann sein, dass der Server wieder abkackt jetzt. Weil gerade wieder dieser Slow-Mo-Effekt ist. Das war vorhin auch immer, die ganze Zeit. Warum hat der Dillo ein Herz? Ach so, weil das zwei Dillos hier sind. Scheiße. Ja, war mir klar, dass er das abkackt. War mir okay. Klar. Ja, na dann hier Schnitt. Klar. Ja, Leute, Server kackt leider mal ab. Ich glaube, das ist im Moment ein bisschen zu viel. Müssen mal gucken. Also ich muss sagen, die Schildkröte wehrt sich aber ganz schön gut, du. Also, naja, die muss ich Respekt immer ganz haben. Gut was ein, ja. Renne, frust Schildkröte. Was ist mit der Dilo jetzt? Kämpfst du jetzt gegen den T-Rex oder was? Das ist ja bescheuert. Ja. T-Rex juckt irgendwie nicht, ne? Der beißt erstmal was anderes, ja. Das Vieh, Fixvieh. Das hat er mal zugeschnappt, aber eigentlich ignoriert er. Jetzt gehen die Dillos auf den. Der juckt, das juckt den gar nicht, dass sie den angreifen. Nö. Das ist wie bei diesen Walen, die dann immer diese kleinen Fische haben. Kennst du das? Diese großen Wale, wo dann immer solche. Ja, Schnitt mal, bitte. Ja, gibt auch nicht mehr viel zu sagen. Also ja, ne, das war jetzt mal so eine Einsicht in die ins Revier des T-Rex und Spino und so. Ja. Mit unseren schönen Raptoren unterwegs. Wir werden jetzt hinten noch Base ein bisschen weiter ausbauen und so. Und dann werden wir später sicherlich noch ein bisschen mehr zeigen, was wir so gemacht haben, ne? Ansonsten. Ja. Werden wir uns erstmal verabschieden, ne? Tschüss.